Moin, ich bin Tillmann von der Radlbande. Das hier ist das Easy Skyfly. Und es ist nicht nur eine der größten Neuerungen für Easy der letzten paar Jahre, sondern auch für den gesamten Urban E-Bike Compact Bike Bereich. Allerdings sieht man es auf den ersten Blick gar nicht. Und deswegen werfen wir heute mal zusammen einen genauen Blick darauf. Martin Kuhlmeier entwickelte 2007 das Easy und gilt damit als Erfinder des Kompaktrads, also eines Fahrrads, das alle Eigenschaften eines normalen Fahrrads hat, nur in viel, viel kleiner und eben nicht zum Falten. 2009 kam dann das erste Easy mit einem Elektromotor auf den Markt und nach nahm dieses Konzept richtig Fahrt auf und Easy entwickelte es auch sein Portfolio immer weiter. Mittlerweile gibt es nicht nur normale Easys mit Elektromotor, sondern auch die XXL-Version für größere und schwerere Menschen und auch die Long John Cargo Bikes von Easy, was ich auch mal im Test hatte. Und jetzt gibt es eben auch das Skyfly. Und trotz des Namens flog es auf der Eurobike 2023, als es vorgestellt wurde, ein bisschen unter dem Radar. Denn Easy stellte gleichzeitig auch die eigenen Bikes mit der Pinion MGU vor. Aber das wollen wir jetzt ändern und diesem Bike einmal die gebührende Aufmerksamkeit schenken. Besonders zwei Dinge stechen beim Easy Skyfly heraus. Und das erste ist das verwendete Rahmenmaterial. Carbon ist eines der spannendsten technischen Materialien, die es gibt. Je nach Layup, also je nach Ausrichtung der Fasern etc., kann man es an Stellen steif machen, wo es eine besondere Steifigkeit haben muss, an anderen Stellen aber wiederum sehr flexibel. Und somit kann man so einen Carbonrahmen genauso gestalten mit den Fahreigenschaften, wie man es im fertigen Produkt braucht. Und es ist gleichzeitig noch besonders leicht. Und gerade wegen dieser Eigenschaften kennt man eben Carbonfaser aus dem Automobilrennsport, aus dem Flugzeugbau und eben auch von hochwertigen Rennrädern und Mountainbikes. Also warum ist es jetzt in so einem bescheidenen, kompakten E-Bike verbaut? Ich denke, es liegt auch daran, weil Bosch jetzt als jahrelanger Partner von Easy den passenden Motor für ein solches Konzept hat, nämlich den Performance Line SX. Der bietet mit 55 Newtonmeter Drehmoment zwar weniger Wumms als der Performance Line oder der Performance Line CX, aber hat ein sehr feines Ansprechverhalten und ein sehr leises Geräusch und eignet sich somit perfekt für so ein leichtes E-Bike. Und leicht ist dieses Rad hier definitiv mit gerade mal genau 20 Kilogramm. Aber Weight Weenies bekommen auch noch die Version mit der Kettenschaltung, die nochmal eine ganze Ecke leichter ist. Easy hat dem Skyfly ein paar echte Optikschmankerl mitgegeben. Es gibt das Rad in zwei verschiedenen Farben, aber nur in dieser Farbe sieht man diese Carbonstruktur. Und je nach Sonneneinstrahlung kann man wirklich einzelne Carbon-Elemente hier schimmern sehen in verschiedenen Farben. Und das ist nicht nur optisch schön, sondern zeigt auch, wie dieser Rahmen hergestellt wurde. Und dann ist dieses Easy-Logo hier unten auch noch so mit einer Riffelung ausgestattet. Das fühlt sich auch noch sehr, sehr gut an. Und auch hier vorne am Steuerrohr ist das Easy-Logo nicht einfach nur mit einem Aufkleber oder einem Druck auf diesem Rahmen, sondern
auch noch so ein bisschen erhaben. Also da merkt man richtig diesen Premium-Anspruch, den Easy bei diesem Rad hat. Und dann zeigt dieser Rahmen auch noch eine Weiterentwicklung des klassischen Easy-Designs. Durch dieses Design, das alle Easy-Bikes haben, wird eine hohe Stabilität mit einem niedrigen Einstieg und der Möglichkeit kombiniert, das Rad einfach anzuheben. Easy halt. Tatsächlich wurde diese beinahe ikonische Rahmenform von verschiedenen Fahrradherstellern über die Jahre adaptiert, weil es einfach das Beste ist, um ein Kompaktrad zu bauen. Allerdings schafft es Easy hier, diese Rahmenform nochmal neu zu interpretieren und kombiniert runde und D-förmige Rohre und es wirkt alles im Endeffekt wie aus einem Guss. Weil es auch aus einem Guss am Ende ist. Aber sie schaffen es dann auch, diesen Motor hier sehr schön in dieses gesamte Rahmendesign zu integrieren und das sieht wirklich alles sehr sauber aus. Die Gabel besteht natürlich ebenfalls aus Carbon und bildet hier mit dem Steuerrohr auch optisch eine Einheit, weil das bündig miteinander abschließt. Und auch bei dem Carbon-Modell muss man nicht auf Praktikabilität verzichten, weil hier sind auch noch Anschraubpunkte für einen Frontgepäckträger von Easy. Auf Praktikabilität muss man aber sowieso nicht verzichten, weil hier auch immer ein normaler Heckgepäckträger mit dabei ist. Aber so ganz normal ist er auch nicht. Der passt nämlich ebenfalls hier perfekt zu diesem Easy-Design, ist eine eigene Entwicklung und sieht auch deswegen so gut integriert aus, weil alle Schrauben, um den zu befestigen, auf der Innenseite der Streben sind. Somit sieht man von außen nicht, wo der genau befestigt ist. Das finde ich ziemlich schick. Ein Detail finde ich persönlich aber besonders schön und das ist nicht nur dem Skyfly vorbehalten, sondern auch alle neuen Modelle mit der Pinion MGU bieten das. Und das ist der Knoten hier oben, da wo das Sitzrohr in die Sitzstreben übergeht. Das ist, finde ich, sehr, sehr schön gestaltet, bietet eine neue Möglichkeit, um ein weiteres Easy-Logo unterzubringen und sehr schön gelöst ist auch dieser Schnellspanner hier, denn der fügt sich sehr gut in das Gesamtdesign jetzt ein, lässt sich einfach bedienen und der Hebel an sich ist auch sehr schön groß und funktioniert auch noch sehr gut. Bei der Bedienung setzt Easy auf eine Kombination der Rahmenbedieneinheit, an der man das Rad auch ein- und ausschalten kann, sowie der kleinen Bedieneinheit hier oben, die neu dazugekommen ist, und dem Kiox 500 Display. Das Display ist eine ganze Ecke größer als das Kiox 300 Display und es lassen sich hier mit dieser mittleren Taste die verschiedenen Optionen und die verschiedenen Bildschirme durchschalten und ebenfalls gibt es dann hier die Möglichkeit, natürlich die einzelnen Unterstützungsstufen durchzuschalten. Diese lassen sich aber auch hier unten durchschalten mit einem langen Druck. Man könnte also theoretisch auch sowohl das Kiox-Display als auch diese Bedieneinheit abbauen, wenn man ein komplett cleanes Cockpit haben möchte. Hier unten wird dann nämlich auch der Akkustand anhand der 5 leuchtenden Balken dargestellt. Auf der rechten Seite sehen wir dann den Taster für das Nah- und das Fernlicht sowie der Drehgriff für die Nexus 5-Schaltung. Das Tolle ist aber auch, dass sich dieses Display einfach durch ein Kiox 300 austauschen lassen könnte, wenn man nicht so ein großes Display braucht. Jetzt könnte man aber natürlich mal nach dem Sinn fragen. Ein Fahrrad in der Größe eines Faltrads, das sich nicht falten lässt, aber trotzdem die kleinen Räder hat. Ist das nicht ein Nachteil? Danke für die Frage, die du vielleicht schon in die Kommentare geschrieben hast. Durch das Weglassen von Scharnieren und die Nutzung von 20 Zoll Rädern sind die meisten Compact Bikes enorm stabil. Und das Skyfly bildet hier keine Ausnahme, denn dieses Fahrrad hat ein maximales zulässiges Gesamtgewicht von 150 Kilogramm. Das ist mehr als die meisten normalen Fahrräder haben und auch mehr als die meisten normalen E-Bikes haben. Also selbst schwere Menschen können hier auf diesem Sattel Platz nehmen, ohne befürchten zu müssen, dass es irgendwelche Einbußen in der Fahrstabilität gibt. Und Easy hat noch ein paar Tricks auf Lager, um das Gesamtmaß des Fahrrads nochmal deutlich zu verkleinern. Denn wenn man das hier mal nimmt und hier guckt, ist hier der Speedlifter Twist verbaut. Den kann man öffnen und dann zieht man diesen kleinen Hebel nach oben und schon kann man den Lenker einfach zur Seite drehen. Und diese Pedale, die lassen sich dann auch noch einfach zur Seite wegklappen, sodass sich dieses Fahrrad einfach
in irgendeinen Flur stellen lässt und wirklich außergewöhnlich wenig Platz wegnimmt. Und auch auf einem Heckträger nimmt das Easy Skyfly so kaum Platz weg. Es eignet sich also hervorragend im Wohnmobil oder am Auto. Und man kann es natürlich auch großen und kleinen Leuten zum Fahren geben. Und bezüglich der Fahrbarkeit der kleinen Räder kann ich dich beruhigen. Denn natürlich ist nicht nur die Gesamtübersetzung an die kleinen Laufräder angepasst worden, sondern durch die dicken Reifen fahren sich auch 20 Zoll Räder sehr angenehm. Aber zunächst machen wir natürlich erstmal den klassischen Beschleunigungstest. Wir sind jetzt in der höchsten Unterstützungsstufe im Turbo-Modus. Wir sind im ersten Gang und wir legen mal los. 25 km/h. Also, ein paar Beobachtungen. Beim starken Beschleunigen muss man sich etwas nach vorne lehnen, weil ansonsten das Vorderrad recht einfach nach oben steigt. Also, bei einer normalen Beschleunigung kein Problem. Bei einer dollen Beschleunigung muss man darauf achten. Und gleichzeitig ist der Motor selbst unter Last enorm leise. Und um das nochmal zu bestätigen, fahren wir jetzt den mächtigen Jerusalemsberg hoch. Und wir wählen eine hohe Trittfrequenz, eine mittlere Leistung. Gehen wir mal hier durch. 162 Watt, 200 Watt, so 80er Trittfrequenz. Und wir gucken mal, welche Geschwindigkeit wir erreichen. 20, 22 km/h. Ich muss sie einmal runterschalten, den zweiten. 19 km/h. Und der Motor ist leicht hörbar, aber tatsächlich sehr angenehm und insgesamt sehr leise. 21, 22 km/h und drückt einen schon gut hoch. Natürlich, das Rad ist leicht und ich habe jetzt bis auf meinen Red Rebane Rucksack, wo so ein bisschen Equipment drin ist, auch nicht viel beladen. Das heißt, die Kapazität ist deutlich höher, aber der Motor hat deutlich mehr Power, als es diese 55 Newtonmeter vermuten lassen würden. Was auch auffällt, er funktioniert besonders gut dann, wenn man in höheren Trittfrequenzen unterwegs ist. Also beim langsamen Anfahren oder bei niedrigen Trittfrequenzen fühlt er sich nicht ganz so wohl. Aber sobald man so 65, 70 Umdrehungen pro Minute erreicht hat, da geht es richtig nach vorne. Bei der Sitzposition könnt ihr jetzt erkennen, dass ich hier gut drauf sitze. Der Sattel könnte noch mal so einen Zentimeter weiter rausgehen mit meinen 1,96 Meter. Und wenn ich jetzt lenken möchte, dann merkt man diesen enorm kurzen Radstand des Easy. Das Rad ist sehr agil abgestimmt, es lenkt bereitwillig ein, lässt sich aber auch gleichzeitig gut kontrollieren. Und ich kann auch ohne weiteres freihändig fahren, selbst mit der Kamera an der Seite. Also auch das ist richtig gut abgestimmt. Was beim Beschleunigen auch auffällt, der Motor hat ein wahnsinnig gutes Ansprechverhalten. Also man tritt aufs Pedal und er legt sofort los, er macht sofort mit. Und auch bei der Nexus 5, die kann man unter Last einfach hochschalten. Nur beim Runterschalten. Wenn man langsamer werden muss, dann muss man etwas Last von den Pedalen nehmen, von Antriebsstrang. Also dieses System mit der Nexus 5e ist schon ziemlich idiotensicher. Apropos Idiot, jetzt bin ich hier mal so ein bisschen auf unebenem Untergrund, auf Gravel unterwegs. Der Motor, der macht richtig Spaß. Die Agilität des Fahrrads, die ist hier auch, die fühlt sich hier sehr gut an. Und auch die 20 Zoll Räder rollen hier sehr gut rüber. Also da braucht man auch keine Angst haben, dass man hier irgendwie größere Probleme bekommt, wenn man es natürlich nicht zu krass werden lässt. Also irgendwelche echten Mountainbike-Strecken, Downhill, das funktioniert mit 20 Zoll nicht. Aber alles, was man so an Touren kennt, das funktioniert mit diesen Rädern besonders gut. Auch gerade deswegen, weil die eben so eine große Breite haben und so ein großes Volumen. Jetzt fahren wir hier mal runter. Und hier kann man auch schon erstmal erkennen, wie gut die Bremsen funktionieren. Gehe ich gleich noch drauf ein. Und jetzt machen wir einmal ganz kurz den Anfahrtest am Berg. Wir haben hier gerade eine ziemlich starke Steigung, sind im Turbo-Modus und wir gucken mal, wie es losgeht. Ja, und der Motor ist sofort da. Er braucht schon so ein bisschen Kraft. Wie gesagt, in den niedrigen Trittfrequenzen hat er nicht ganz so viel Power. Aber hier muss man nicht befürchten, dass er einen lange warten lässt, bis er unterstützt, sondern er ist wirklich sofort da. Ein Vorteil dieses kleinen Radstands ist natürlich auch, dass man wirklich um jede Ecke ganz einfach rumkommt. Man kann quasi auf der Stelle drehen, in so einem sehr engen Radius. Und auch dieser kurze Radstand,
der fühlt sich nach sehr kurzer Zeit sehr angenehm an. So, jetzt mal die Probe aufs Exempel für den Carbonrahmen über Kopfsteinpflaster. Hier merkt man natürlich, dass es hier ein bisschen rumpelt. Das kriegt der beste Carbonrahmen nicht hin auszugleichen, ohne Federung zumindest. Und diese Reifen haben natürlich einen sehr großen Einfluss auf den Fahrkomfort. Wenn man aber viel in ruppigem Geläuf unterwegs ist, würde ich trotzdem auf Dauer wahrscheinlich eine Federsattelstütze empfehlen. Der Sattel ist bequem, die Sitzposition ist bequem, aber man sitzt doch auch sehr stark auf dem Sattel drauf und ziemlich genau über dem Hinterrad. So, fahren wir hier mal rein, über die Kante. Das Vorderrad lässt sich sehr leicht anheben für solche Situationen. Ja, bei solchen Kanten merkt man dann auch wieder den kurzen Radstand. Das holpert schon mehr als bei einem normalen Fahrrad, aber ist trotzdem sehr leicht kontrollierbar. Die Gesamtübersetzung sieht so aus. Im ersten Gang nehme ich jetzt mal eine Trittfrequenz von 70 Umdrehungen pro Minute etwa. Und dann haben wir eine Geschwindigkeit von 12 km/h. So, und am anderen Ende bei 25 km/h gibt es dann eine Trittfrequenz im fünften Gang von etwa 58. Drehen wir hier mal um für den Bremstest. Gar kein Problem. 25 km/h und wir bremsen jetzt. Uff. Das war spannend. Der Bremsweg ist für ein normales Fahrrad außergewöhnlich kurz. Ich habe hier an dieser Kante mit dem Vorderrad angefangen zu bremsen und bin jetzt hier zum Stehen gekommen, nach bummelig 3 Metern. Das ist wirklich außergewöhnlich wenig. Die Bremsen packen richtig fest zu. Diese extra dicken Bremsscheiben mit den extra dicken Belägen sind außergewöhnlich kräftig für so ein kleines Fahrrad und eine außergewöhnlich gute Wahl. Lässt sich aber trotzdem weiterhin gut kontrollieren. Jetzt, wo wir hier kurz stehen, kann ich auch mal den Lenker ein bisschen verstellen. Ich habe den jetzt hier in einer recht hohen Position gehabt. Klar, weil ich recht groß bin. Ich könnte ihn aber auch noch deutlich weiter rausziehen. Also er wäre tatsächlich in der mittleren Position. Und mal sehen, wie das sich anfühlt. Das fühlt sich tatsächlich so ein bisschen an wie ein Reiter hoch zu Ross. Allerdings verlagert sich dann natürlich auch der Schwerpunkt noch mal etwas weiter nach hinten. Stellen wir es mal ganz runter. Das ist natürlich so ein bisschen albern. Das ist jetzt so ein bisschen... Aber es sieht bestimmt ganz lustig aus. Also sehr großer Verstellbereich, das gefällt mir echt gut. Kleine und große Leute kommen hier definitiv auf ihre Kosten. Das ist der Fahreindruck zum Easy Skyfly, also ein echt spaßiges Konzept. Wir wollen jetzt aber mal sehen, wie sich das Rad über die nächsten Wochen schlägt. Und da wechseln wir jetzt mal zu Zukunftstillmann ins Studio. Hallo, wir konnten in den letzten Wochen das Easy Skyfly mit der Nexus 5e im Alltag bewegen und haben uns so ein paar Gedanken gemacht, wie wir es finden. Und unsere komplette Radlbande-Bewertung findet ihr in dem Link in der Videobeschreibung. Hier möchte ich aber mal ganz kurz nur auf 3 positive Punkte eingehen und 3 Punkte, die wir verbesserungswürdig finden. Und wir starten mit den positiven Punkten. Und der erste Punkt ist die hervorragende Verarbeitung und Qualität. Der Carbonrahmen ist eine echte Augenweide, nicht nur optisch, sondern auch wenn man das anfasst, diese ganzen Verbindungen, das ist alles sauber verarbeitet. Und Easy hat sich auch nicht lumpen lassen bei der Auswahl der Komponenten. Das ist alles sehr hochwertig und passend zu diesem Fahrrad und auch passend zu dem Anspruch. Der zweite Punkt, der uns besonders gut gefallen hat, ist die Fahrt mit dem Easy Skyfly. Denn es fährt sich nicht nur agil und spritzig, sondern gleichzeitig auch besonders komfortabel. Und das trotz der starren Gabel und der, da ist sie, der starren Sattelstütze. Und das liegt nicht ursächlich an diesem Carbonrahmen, sondern natürlich auch an diesen dicken Reifen. Der Carbonrahmen hilft aber gerade so feine Vibrationen rauszufiltern. Und selbst über Kopfsteinpflaster fühlt sich das Rad sehr, sehr wohl. Und der dritte Punkt, der uns besonders gut gefallen hat, ist das besonders einfache Handling im Alltag. Und das betrifft nicht nur die Höhenverstellung jetzt hier bei Sattel und Sattelstütze, sondern auch die einfache Entnahme des Akkus, dadurch, dass er eben nicht integriert ist, sondern bei allen Easys außen sitzt. Und dass man den Lenker einfach zur Seite wegdrehen kann, die Pedale einklappen kann und schon wird das sehr schmal. Und dann ist es natürlich auch, gerade wenn der Akku raus ist, deutlich leichter als 20 Kilogramm und lässt sich wirklich super einfach anheben. Und das ist natürlich gut für alle, die das Rad regelmäßig zum Beispiel in öffentliche Verkehrsmittel mitnehmen wollen, Treppe hoch und runter tragen müssen eventuell oder das Rad auf einen Autoheckträger oder auf einen Dachträger stellen wollen. Damit gibt es wirklich kein Problem. Und das betrifft noch weniger das Modell
mit der Kettenschaltung. Das ist dann wirklich super leicht. Natürlich gibt es noch leichtere E-Bikes als das Easy Skyfly, aber das sind dann in der Regel eher Sportgeräte oder so Single-Speed-Heckmotor-E-Bikes mit kleinen Akkus. Hier habt ihr aber das komplette Paket mit einer Schaltung, mit einem Bosch-Mittelmotor und auch dieser wahnsinnig hohen Gewichtsfreigabe von 150 Kilogramm. Aber es gab auch ein paar Punkte, die uns weniger positiv aufgefallen sind. Und da ist unsere erste Beobachtung, dass der Performance Line SX nicht so gut mit der Shimano Nexus 5E harmoniert. Der Motor legt erst bei höheren Drehzahlen so richtig los und da hat man dann bei der Fünfgangschaltung im Alltagsbetrieb doch ein paar Lücken. Da würde uns also eine Alfine 8- oder 11-Gangschaltung besser gefallen, die etwas mehr Bandbreite und kleinere Gangsprünge hätte, die allerdings auch nicht so standfest sind im Endeffekt wie diese Schaltung hier. Die zweite Beobachtung ist, und die gehört irgendwie auch zu der ersten, dass die Primärübersetzung zu hoch ist. Wir hatten das jetzt im Alltagsbetrieb so, dass wir den vierten und den fünften Gang wirklich äußerst selten gebraucht haben. Ich war meistens in den ersten drei Gängen unterwegs, denn im vierten Gang bei 25 km/h hat dieses Fahrrad mit dieser Übersetzung eine Trittfrequenz von um und bei 70 Umdrehungen pro Minute. Aber der Motor legt erst ab 70 Umdrehungen pro Minute so richtig los, sodass es regelmäßig einen Schalthinweis gab, wenn zum Beispiel die Steigung etwas stärker wurde. Und wir haben hier noch nicht mal richtig starke Steigung. Da musste man dann immer runterschalten und fand sich dann plötzlich bei so einer Trittfrequenz von 85 Umdrehungen pro Minute bei 25 km/h im dritten Gang wieder. Der fünfte Gang, den habe ich niemals verwendet. Einfach weil der Motor bei einer Trittfrequenz von 60 oder nur 55 Umdrehungen pro Minute nur sehr wenig Drehmoment hat. Hier würde ich also im Endeffekt eine kleinere Riemenscheibe vorne bevorzugen, sodass man die komplette Bandbreite der Nexus 5E nutzen kann und bei 25 km/h auch eine angenehme Trittfrequenz hat, durch die man den Motor gut nutzen kann. Aber beide diese Punkte, die betreffen nur diese Version mit der Nexus 5E und nicht die Kettenschaltungsversion. Und der dritte Punkt, der uns aufgefallen ist, wir mussten jetzt bei unserem Testrad immer gucken, wo wir ein Schloss anbringen zum Beispiel. Es gibt zwar hier diese Ösen, an die man auch einen Frontgepäckträger bauen kann und man kann mit einem Adapter auch diese beiden Löcher nutzen, um einen normalen Flaschenhalter oder eine Schlosshalterung dran zu bauen. Ich würde mir aber für eine größere Alltagstauglichkeit nochmal weitere Flaschenhalterösen entweder hier oder hier unten am Rahmen wünschen, um das Ganze nochmal etwas praktischer zu machen. Also ihr merkt, so richtig viel substanzielle Kritik haben wir gar nicht beim Easy Skyfly, einfach weil es ein sehr ausgereiftes Modell ist. Aber für wen ist es jetzt am besten geeignet? Und wir würden sagen, wenn ihr Fahrradenthusiasten seid oder wenn ihr diese Anziehungskraft von Carbonfaser erlegen seid oder ein Compact-Bike sucht, das möglichst leicht ist, aber trotzdem eine hohe Alltagstauglichkeit besitzt, dann ist dieses Fahrrad definitiv einen genauen Blick wert. Wir würden aber dann definitiv die Kettenschaltungsversion empfehlen, weil das noch etwas besser harmoniert mit dem Performance Line SX Motor. Wenn ihr ein Alltags-Compact-Bike sucht und gerne diese Wartungsfreiheit habt von der Nabenschaltung mit einem Riemen, dann würde ich eher einen Blick auf die Easy Aluminium-Modelle werfen, die mit einem Performance-Line-Motor auskommen, weil der Motor hat untenrum bei niedrigen Trittfrequenzen einfach nochmal mehr Drehmoment und dieser Carbonrahmen, der ist beileibe nicht empfindlich, aber ein Aluminiumrahmen wird euch wahrscheinlich im harten Alltag etwas länger Freude bereiten, weil ihr da dann auch wahrscheinlich nicht so sehr aufpassen müsst. Und die Aluminiummodelle sind natürlich noch mal eine ganze Ecke günstiger, denn billig ist dieses Fahrrad hier definitiv nicht. Aber jetzt wäre mal interessant, was du von dem Easy Skyfly hältst. Wäre das das Kompaktmodell deiner Wahl? Und würdest du es dann mit der Nexus 5E und dem Riemen oder doch mit der Kettenschaltung bevorzugen? Schreib es mal unten in die Kommentare. Gib einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefällt und wenn du dabei sein willst, wenn die Radlbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonnier den Kanal. Tschüss, bis dann.